Ja, es gab eine Zeit, da ich war von 2009 bis 2013 in Dahme-Mark und musste da ein Projekt aufbauen. REPITZ nennt sich das, also das ist ein langer Name, Rehabilitierung, Pflege in der Zukunft. Und das waren doch große Schwierigkeiten, da erstmal in der Ortschaft zurechtzukommen, mit den Menschen zurechtzukommen, die übrigens sehr lieb waren und mich unterstützt haben. Und dann war ich ja noch zusätzlich Einrichtungsleiter in Dahme-Mark und habe das relativ gut dann hinbekommen. Aber es war schon mit vielen Schwierigkeiten verbunden, die Politik einzubeziehen, die Stadt einzubeziehen, das Kirchenamt einzubeziehen, sodass aus dem Gesundheitszentrum tatsächlich eine Einrichtung wurde, die öffentlich rausgegangen ist, die nicht versteckt war. Es war ja ein Altenheim mit Hotelbetrieb und ja, das war doch eine Herausforderung. Und das hat auch einen geprägt. Aber wie gesagt, das waren 4 Jahre und das waren eigentlich gute Jahre. Und ich erinnere mich eigentlich ganz gern zurück, auch wenn ich sage, dass das erste Jahr ziemlich schwierig für mich war, so aus dem Berlin heraus da in so ein kleines Städtchen zu kommen und dann so ein Projekt aus dem Boden zu stampfen. Aber wie gesagt, da haben die Mitarbeiter mitgemacht und im Endeffekt war es nach 4 Jahren großartig. Und wie gesagt, erinnere mich gern da zurück. Ja, das ist natürlich, mit wem kommt man nicht gut aus? Man kommt mit Menschen nicht aus, die einem permanent Steine in den Weg legen wollen, die aus rein egoistischen Interessen versuchen, einen zu stören in seinem Berufsleben oder wenn man Projekte oder Visionen hat, diese mies zu machen oder einfach zu sagen, ach, das wird sowieso nichts in der Richtung und nee, das schaffst du nicht. Also diese negative Art von Menschen, die mag ich gar nicht. Und das raubt unheimlich viel Energie im Berufsleben. Das belastet auch furchtbar. Und es zieht einen auch fürchterlich runter. Und man muss sich wirklich immer wieder vornehmen, immer wieder neu jeden Tag. Ich will keine Negation um mich herum haben, sondern ich brauche Menschen, die energiegeladen sind und die auch was bewegen wollen. Und ja, und ich halte mich da relativ fern von diesen Leuten und ja, das ist nicht so mein Ding. Oh, Komplimente. Ja, es gibt verschiedene Arten von Komplimenten. Die schönsten Komplimente sind immer, wenn man von Menschen nicht gelobt wird, das ist jetzt falsch ausgedrückt, sondern Menschen einfach mit ihren Augen sprechen und herzlich sind und wenn sie sich bedanken, wenn man was Gutes für sie getan hat. Ich sage mir immer jeden Tag eine gute Tat, das mache ich auch. Und die Komplimente als solches, dass man ja jetzt irre ist oder das sind ja keine Komplimente. Das schönste Kompliment ist das Lächeln, die Dankbarkeit von Menschen. Das habe ich im Altenheim gemerkt, wenn Menschen einfach nur mit den Augen reden oder die Hand drücken und so, ja, das sind tolle Komplimente und das baut auf sowas, ne? Und das sagt ja, du bist auf dem richtigen Weg. Ich könnte nicht auf meine Freunde verzichten, ich könnte nicht auf Kollegen verzichten, mit denen ich viel zu tun habe, da möchte ich nicht drauf verzichten. Ich möchte auch nicht auf Lebensqualität verzichten. Ich möchte jetzt nicht durch die Stadt gehen und Gedanken verloren sein, sondern ich gehe ja nur permanent durch die Stadt und schaue mir auch die Menschen an oder ich beobachte Alltagssituationen und ich genieße es sogar, auch mal im Café zu sitzen und den Menschen zuzuschauen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Spanner bin oder sowas in der Richtung, sondern weil ich einfach den Alltag für mich so aufnehme. Und das hat auch was mit meinem Hobby zu tun, denn ich schreibe ja auch, ich schreibe Artikel und Gedichte und das nehme ich dann immer so als Grundlage. Darauf möchte ich verzichten und ich möchte nicht auf die Natur verzichten. Also die finde ich in Berlin ja doch schon sehr schön. Also wenn man den Brückenfahrt macht oder sonst dergleichen oder mal im Grunewald spazieren geht oder mal im Tiergarten. Also das sind schon
selbst bei schönem Wetter oder bei schlechtem Wetter. Ich gehe auch gern bei Regen raus. Ich mag den Regen und finde es einfach schön, wenn das so ringsrum so herrlich dampft. Ja, ich kann da durchaus ganz allein durch die Gegend spazieren und das genieße ich auch. Also, das wäre jetzt nicht so schön, wenn ich das jetzt nicht mehr hätte. Ne? Oh, ja, das wäre jetzt spannend. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Jan-Josef Liefers, mit dem könnte ich mir das gut vorstellen. Solche Momente, der ist humorvoll, der ist ernst, der ist auch durchgeknallt, sage ich das mal so, ganz salopp. Das ist, ja, das bin ich, glaube auch. Und auch wenn ich manchmal viel zu ernst bin, und das weiß ich selber, aber das könnte ich mir gut vorstellen, nur nicht als Professor Börner, aber ja, das wäre doch mal so ein Kick, ne? Dass er mal so eine Rolle spielt, die ich im Leben selber spiele. Glaube, die beste Entscheidung war, zum Diakoniewerk Simeon zu gehen. Dort waren Möglichkeiten gegeben, die sonst eigentlich nirgendwo ich festgestellt habe in meiner beruflichen Laufbahn. Zwar schon, dass man gern seinen Dienst gemacht hat, man hat gern im Altenheim gearbeitet oder als Heimleiter oder als Assistent, aber das Diakoniewerk Simeon hat doch so einen gewissen, ja, Visionsschritt gemacht, ne? Sei es damals, wo das eine Dame die Entscheidung gefallen ist, oder wo es hieß, das Rathaus Wilmersdorf aufzubauen. Und das Beste, was je passieren konnte, war die Entscheidung 2017, den Titel eines Armutsbeauftragten zu benennen und mich dafür auszuwählen. Und das macht mir unheimlich viel Freude, auch wenn das Leid der Menschen sehr groß ist und wenn das täglich auch mit Strapazen zu tun hat, auch mit nervlichen Strapazen. Aber das war eine hervorragende Entscheidung und ich glaube, das würde ich wieder machen und ich fühle mich darin wohl. Und ich glaube, man kann sogar was bewegen und ich merke es ja auch in den Reaktionen der Menschen. Sicher ist nicht jeder damit einverstanden, aber die Reaktion der Mitarbeiter oder der Kollegen außerhalb und der Menschen in Berlin, die ist schon hervorragend und ich merke das ja auch in den Pressemitteilungen oder von Journalisten. Also die nehmen das auch sehr ernst, das Thema. Und es ist ja auch das Thema im Moment, das gesellschaftliche Thema Armut. Ja, das war eine gute Entscheidung. Ja, ich könnte in meinem Leben verzichten. Also wenn ich jetzt beruflich das nehme, kann ich gut im Kern auf Menschen verzichten, die, das hatten wir vorhin schon mal, das Thema negativ sind, die nicht mitgehen wollen, die visionslos gehen, also dass die ihren Job machen und mehr nicht. Und sich weniger Gedanken machen um Politik, um Gesellschaft. Ich brauche das. Mein Leben besteht, ich bin in der Gesellschaft, ich lebe in der Gesellschaft und dann interessiert mich das auch. Und Politik interessiert mich extrem und verzichten kann ich darauf, indem man wirklich mit diesen Menschen versucht, so wenig Kontakt wie möglich zu haben. Das mag jetzt ein bisschen schwierig klingen, aber ist tatsächlich so. Das möchte ich nicht. Also ich möchte schon mit Menschen zusammen sein, wo es auch so eine, ja, eine Einheit gibt, wo es gleiche Gedanken gibt, vielleicht nur nicht die gleichen Interessen, aber zumindest, dass man sich austauschen kann. Und wenn man das nicht hat, und wenn man Menschen um sich hat, die das vielleicht nicht können oder auch nicht wollen, oder sich damit auseinandersetzen wollen, ja, das muss ich eigentlich nicht haben und das will ich auch nicht. Warum mache ich den Job, den ich heute selber mache? Ja, weil ich das schon immer mache, weil ich von Grund auf gelernt habe, von der Krankenpflege angefangen,
bis zur Heimleitung, bis zum Kaufmann im Gesundheitswesen mich sozial engagiert habe und ich eigentlich meinen Lebensinhalt in diesem Job sehe. Ich sehe das gar nicht als Job, es ist ein Beruf. Und Beruf hängt immer mit einer Berufung zusammen. Und vielleicht ist man dazu berufen, vielleicht auch nicht, aber ich glaube das schon. Ich glaube, ich werde das bis zu meinem Lebensende machen oder so lange zumindest, wie ich das körperlich noch kann und geistig fit bin, werde ich mich in diesem Beruf wirklich wohlfühlen und ich könnte mir im Moment auch gar nichts anderes vorstellen. Fangen wir mal mit der Politik an. Ich hatte das in vergangenen Interviews schon mal erwähnt, dass Politik sich neu aufstellen muss, nochmal umdenken muss. Wir haben unheimlich viele Probleme. Wir haben das Lebensmittelproblem, dass wir extrem viel Lebensmittel wegschmeißen. 11 Millionen Tonnen, das ist eine wahnsinnige Summe. Das darf eigentlich nicht sein, sondern dass nochmal da überdacht wird, ob nicht das freigegeben wird, dass die Supermärkte oder Discounter mit verschiedenen sozialen Einrichtungen in unserem Land Verträge abschließen, die das abnehmen können und verwerten können. Das betrifft die gesamten Einrichtungen, die im Obdachlosenbereich sind, da es ja nicht budgetiert ist teilweise. Das ist die Wohnungslosenhilfe, das sind ältere Menschen. Gut, da kann man natürlich sagen, ja, wir haben die Tafeln in Deutschland. Ja, wir haben im Moment 947 Tafeln, was jetzt nur nicht gerade positiv ist. Ich sehe das ziemlich kritisch, dass es das überhaupt geben muss, wenn 1,6 Millionen Menschen sich darüber versorgen. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, dass Lebensmittel nicht weggeschmissen werden, zumindest in die Richtung nicht. Aber da müsste Politik nochmal umschwenken und sagen, das geht so nicht. Es muss verboten werden, Lebensmittel zu verschwenden und wegzuschmeißen in diesen Größenordnungen. Das haben wir in Frankreich, das ist in Tschechien. Wenn mich nicht alles täuscht, wird es jetzt in Österreich auch passieren. Da muss die Politik agieren. Die Politik muss auch weiter agieren, was das Rentenniveau betrifft. Die Absenkung des Rentenniveaus ist ziemlich kritisch. Wir haben 9,3 Millionen Rentner, die unter 900 Euro liegen. Das ist natürlich mit der Mietsituation und mit der Mietentwicklung noch mal schlimmer, wenn das Geld dann nicht mehr ausreicht. Frau Klöckner hat ja gesagt, es ist nicht gut, dass eben die Menschen nur 10% ihres Gehaltes, ihres Nettogehaltes ausgeben für Lebensmittel. Dann frage ich aber allen Ernstes mal, wie soll das funktionieren, wenn die Mieten schon so hoch sind, wenn es teilweise 50 bis 60% ihres Einkommens an Miete verwenden? Damit ist erstmal nur die Miete bezahlt, aber nichts anderes. Da kommen ja noch Versicherungen und sonst dergleichen dazu, Gas, Strom, Wasser, GEZ nicht zu vergessen. Also die Menschen sollen ja noch Lebensqualität bis zu ihrem Lebensende haben und nicht warten, dass sie jetzt sterben. Das ist für mich ziemlich tragisch. Also wie gesagt, die Armut ist relativ groß. Es müsste wirklich eine Koordinierungsstelle geben, an der Bundesregierung angesiedelt oder länderbezogen dann, dass in jedem Land einen oder eine gibt, die sich mit dem Thema Armut auseinandersetzt und Konzeptionen entwickelt und das steuern kann. Was auch wichtig wäre, gerade in so einem Fall, wir hatten das schon mal, das Thema, einen großen Spendenpool einzurichten, wo man Lagerhallen anmietet, wo Spenden abgefangen werden können. Es gibt ja nur viele Firmen, die relativ gut und viel spenden. Manchmal ist es auch eine Überkapazität, das muss dann irgendwo eingelagert werden, nicht dass es dann irgendwo im Müll landet. Also das müsste man nochmal, ja, das wäre so meine Bitte an die Politik, da nochmal umzuschwenken und einfach auch feste Unterkünfte für Obdachlose einzurichten und nicht nur eben stundenweise, sondern 24 Stunden und Armut ist 12 Monate im Jahr und nicht nur 6 Monate über die Winterzeit. Es wird zwar viel gemacht, aber es reicht noch nicht aus und da muss nochmal die Situation evaluiert werden. Und die Gesellschaft bitte ich einfach da nochmal solidarisch zu sein, auch mit den Menschen, die wenig haben, Menschen, die Sonne nun nicht so geküsst hat, wie man so hier schön formuliert in Berlin, sondern diesen Menschen auch zu helfen und sie zu unterstützen. Gerade Einsamkeit ist ein Riesenthema im Moment. Und da gibt es ja auch schon Bewegung. Aber
Ja, die Gesellschaft muss einfach wieder solidarisch werden und nicht diesen Egoismus leben, wie es im Moment ist, ne? Also man spürt es ja auch, dass Menschen auch nicht bereit sind, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Das sollte wieder an der Tagesordnung sein. Wir sind nun mal eine Gesellschaft, wir leben in einer Gesellschaft und da will ich mich auch wohlfühlen und da sollen die anderen sich auch wohlfühlen. Und es geht nicht an, dass man Menschen mit Handicap nur belächelt und schief anguckt, dass Rassismus sich wieder ausbreitet, dass auch gegen Juden vorgegangen wird, dass allgemein gegen Ausländer vorgegangen wird, aber es sind auch die eigenen Leute und das macht mir Sorge, na, dass also auch Behinderte da in Misskredit gebracht werden oder beschimpft werden. Man spürt es ja auch schon im Straßenverkehr, ne? Also wenn Autos fahren, Fahrradfahrer gegen Autofahrer und dieser ganze Streit, dann die E-Roller noch dazu und es gibt kein vernünftiges Zusammenleben mehr. Und das spürt man überall und wer aufmerksam durch die Straßen fährt oder geht, der merkt das, dass man kaum noch Kritik üben darf und das auch, ich formuliere es ganz einfach, dass man bei Rot, wenn die Kreuzung die Ampel rot zeigt, dann sollte man auch stehen bleiben, sollte nicht einfach weitergehen. Tipp Thomas Levaqua, Gedichte. Wenn du heute einen Baum pflanzt, kannst du nicht erahnen, wer einmal in seinem Schatten tanzen wird. Ganz tolle Gedichte von Thomas Levaqua, Verkaufspreis 12,50 €. Vom Verkaufspreis gehen 2 € an das Diakoniewerk Simeon zugunsten der Tee- und Wärmestuben. Nee, 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 ich bekomme dafür nichts. So, jetzt möchte ich noch ein paar schöne Gedichte lesen und wünsche euch, wo immer ihr seid, eine schöne Zeit. Tschüss.